Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Nico Rittenau und wir gucken uns heute gemeinsam an, wie man einige der theoretischen Ernährungsinhalte aus meinem Buch Vegan-Klischee-RD auch in den Küchenalltag übersetzen kann. Das heißt, wir sehen, wie man ernährungswissenschaftliche Erkenntnisse nutzen kann, um aus gesunden Lebensmitteln noch gesündere zu machen und um leckere Speisen gesundheitlich zu optimieren. Das Rezept, was wir heute gemeinsam zubereiten, wurde ursprünglich inspiriert von einem Rezept von Kenji Lopez-Alt von Serious Eats, der extrem spannende alternative Version einer rein pflanzlichen Bolognese-Soße gebracht hat. Und als ich dann ein paar Monate später mit Sebastian Kubin in Berlin einen gemeinsamen Dinnerclub hatte und er auch ein Rezept für eine pflanzliche Bolognese in seinem Dinnerclub hatte, war ich so inspiriert von diesen beiden Rezepten, dass ich so einen kleinen Hybrid daraus gebastelt habe, den noch nach ernährungsphysiologischen Aspekten optimiert habe. Und das Ganze wurde dann auch veröffentlicht, und zwar im Buch Tierschutz genießen vom Deutschen Tierschutzbund. Und das Buch Tierschutz genießen ist ein Sammelwerk von unterschiedlichsten Köchen und Köchinnen, die Rezepte bereitstellen für den guten Zweck. Und ich hatte da auch die große Freude, mit drei Rezepten vertreten zu sein. Und das Rezept für die Bolognese kochen wir heute gemeinsam. Die Bolognese funktioniert ähnlich, wie man es von der klassischen Variante her kennt. Der große Unterschied ist natürlich, dass wir das Hack hier durch rein pflanzliche Alternativen ersetzen und hier Mischung haben aus braunen Champignons und Tempeh. Beide Produkte liefern hier sowohl Geschmack als auch guten Nährwert. Aber bevor wir überhaupt mit irgendwelchen Zutaten beginnen für die eigentliche Soße, nehmen wir die Aubergine, die wir nämlich für eine Stunde im Ofen garen müssen, und während die vor sich hingart, können wir dann alle anderen Zutaten zubereiten. Das heißt, was brauchen wir dafür? Eine Aubergine, die wir einmal längs einschneiden, und zwar natürlich nicht komplett durch, aber schon relativ tief, und dann auch noch zwei, dreimal quer einschneiden. So. Dann salzen wir die Aubergine etwas, geben etwas Pfeffer hinein und einen kleinen Schuss Olivenöl und wickeln sie dann in Alufolie. Das ist eine Prise Salz. Etwas Pfeffer. Und einen kleinen Schuss Olivenöl. Genügend Folie, um sie komplett, allerdings lose, einzuwickeln. Und jetzt geben wir sie bei 180 Grad Ober-Unterhitze für 60 Minuten in den Ofen. Während die Aubergine gart, können wir schon mit der Bolognese beginnen. Als ersten Schritt, und hier werden wir in mehreren Schritten arbeiten müssen, beginnen wir mit dem Wurzelgemüse, mit der Karotte, sowie mit der Zwiebel und dem Stangensellerie. All diese Dinge schneiden wir in ganz, ganz feine Würfel und rösten sie dann ohne große Bräunung in der Pfanne an. Hier ist es wirklich wichtig, das Ganze so klein wie möglich zu schneiden, damit wir am Ende ein gutes Mundgefühl bekommen. Die Karotte schälen wir nicht, wir schneiden nur die Enden ab, denn Gemüse sollte man, wenn man es kann, nicht schälen. Es gibt natürlich einige Schalen, die nicht zum Verzehr geeignet sind, aber man weiß, dass unter der Schale ein großer Anteil der Nährstoffe steckt. Das heißt, man würde einfach den ganzen Teil der Nährstoffe mit wegschälen, und von daher versuchen wir, wie in diesem Fall, die Schale mitzuverwenden. So, Karotten liefern auch große Mengen an Beta-Carotin, was zum einen auch durch Fett besser aufgenommen wird. Da muss jetzt auch kein Fett aus Öl kommen, sondern es kann auch Fett aus einem ganzen Lebensmittel stammen. Und Beta-Carotin ist eine von vier Substanzen, die auch die Eisenaufnahme erhöht. Das heißt, jegliches Eisen, was wir heute im Gericht haben, aus dem Vollkorngetreide, der Pasta und Ähnlichem, wird unter anderem besser aufgenommen durch das Beta-Carotin in der Karotte, aber auch besser aufgenommen durch die schwefelhaltigen Substanzen in der Zwiebel, die wir dann verwenden. Und somit wird garantiert, dass das Nicht-Hemeisen, was wir in Pflanzen haben, am Ende des Tages sogar ähnlich gut aufgenommen wird wie jenes aus dem Hemeisen. Wir können das geschnittene Gemüse schon direkt in die Pfanne geben, auch bevor wir es erhitzen.
und geben auch das Öl dann erst rein, wenn wir das gesamte Wurzelgemüse und alle anderen Bestandteile drin haben, erhitzen es dann und geben das Öl dann rein, um es einfach nicht zu heiß werden zu lassen. Gut, das Gericht, das wir heute machen, ist im Vergleich zu den anderen sehr schnellen und alltagstauglichen Gerichten sicherlich etwas aufwendiger, aber ich kann garantieren, es lohnt sich. Und dadurch, dass es aufwendiger ist, möchte man vielleicht auch gleich die zwei- oder dreifache Menge mal zubereiten und dann die Überschüsse einfrieren, um die Soße immer bereit zu haben. So, als nächstes nehmen wir die Zwiebeln. Und ich habe schon an mehreren Stellen in anderen Videos erwähnt, wäre aber nicht müde, es auch gerne nochmal zu erwähnen, weil es wichtig ist. Die Zwiebelgewächse haben spezielle Stoffe wie das Allein. Und das Allein wird enzymatisch umgewandelt zu Allicin. Und das Allicin ist eine Substanz, von der wir wissen, dass sie krebspräventiv wirkt und von daher ein Stoff ist, den wir möglichst viel in großer Menge bilden wollen. Und die Bildung findet aber nur statt, wenn das Enzym, es nennt sich Alinase, wenn man es wissen möchte, die Alinase eben das Allein umwandelt und daraus das Allicin bildet. Die sind in der Zwiebel aber räumlich getrennt. Das heißt, Allein und Alinase sind durch Zellwände voneinander separiert. Und erst in dem Moment, wo ich die Zwiebel schneide oder ein Fraßfeind anfangen würde, die Zwiebel zu essen, kommen diese beiden Stoffe miteinander in Kontakt und bilden das Allicin. Und die Schwierigkeit hier ist, dass zum einen, wenn wir jetzt direkt die Zwiebel schneiden würden und sofort erhitzen würden, das Enzym durch die Hitze abgebaut werden würde und damit nicht genügend Enzyme da wären, um das Allein zu Allicin umzuwandeln. Das könnte man umgehen, indem man die Zwiebel einfach roh isst oder indem man ungefähr 10 Minuten wartet zwischen dem Schneiden und dem Erhitzen, weil in diesen 10 Minuten bildet sich eben aus dem Allein mit Hilfe des Enzyms Alinase das Allicin. Wenn man das Lebensmittel dann erhitzt, wird allerdings das Allicin auch durch Hitze allmählich abgebaut. Man kann das Lebensmittel durchaus dann 5 Minuten erhitzen, aber bei einer längeren Garzeit, wie wir es heute auch machen, wird dann auch ebenfalls Allicin durch Hitze abgebaut. Das heißt, was wir machen, wir erhitzen es einfach direkt, nehmen in Kauf, dass die Alinase abgebaut wird. Das Allein, also der Ausgangsstoff, ist allerdings hitzebeständig. Und was wir einfach machen, wir geben am Ende Schnittlauch dazu, ein anderes Zwiebelgewächs. Und durch die Alinase, das Enzym aus dem rohen Schnittlauch, können wir das Allein in der gekochten Zwiebel umwandeln. Klingt jetzt vermutlich komplex, aber für den Alltag müssen wir einfach nur mitnehmen. Wann immer wir Zwiebelgewächse erhitzen, können wir das direkt machen, ohne darüber nachzudenken. Wir sollten, um die optimalen gesundheitlichen Vorteile daraus zu ziehen, allerdings am Ende ein rohes Zwiebelgewächs, wie zum Beispiel den Schnittlauch, dazu essen. So. Gut, um die Zwiebel zu schneiden, kann man einfach die sozusagen an der Stelle nehmen, wo alle Teile fest zusammen sind und wir schneiden sie dann hier horizontal 2-3 Mal ein. Dann schneiden wir sie vertikal ein und dann können wir schön kleine Zwiebel rausschneiden. Wir haben hier jetzt rote Zwiebel genommen, man hätte natürlich auch helle Zwiebel nehmen können. Ich bin aber der Meinung, wann immer man die Möglichkeit hat, anstatt weißer Zwiebel rote zu nehmen, anstatt weißem Quinoa dunklen Quinoa zu nehmen oder auch alle anderen farbenfrohen Gemüse und Getreide und ähnliche Lebensmittel, sollte man das tun, denn diese Farben, die wir hier sehen, sind sekundäre Pflanzenstoffe. Und sekundäre Pflanzenstoffe, die man am besten regenbogenfarbig rauf und runter essen sollte, in allen möglichen Farben, haben eine ganze Reihe an gesundheitlich vorteilhaften Effekten, von antioxidativen Effekten über antikanzerogene, blutdruckregulierende, blutzuckerregulierende und von daher, wann immer wir die reine Wahl haben zwischen farbenfroh und farbenlos, sollten wir auf jeden Fall die farbenfrohen Varianten nehmen und gucken, dass wir möglichst in einer Woche alle Regenbogenfarben, wie gesagt, mindestens einmal zu uns nehmen, mit dem Fokus auf dunkelgrün wegen dem Chlorophyll und einfach dem dunkelgrünen Blattgemüse. So. Die Basis, die wir jetzt gerade schaffen mit dem Stangensellerie, mit den Zwiebeln und der Karotte, sind alles drei Lebensmittel, von denen man weiß, dass sie gegenüber Hitzeeinwirkung relativ stabil sind, was ihre antioxidative Kraft angeht. Das soll heißen, manche Lebensmittel, wie zum Beispiel die Paprika, über die wir schon öfter gesprochen haben, die verliert einen großen Teil ihrer antioxidativen Fähigkeiten und antioxidativen Kraft, wenn man sie erhitzt. Wurzelgemüse, wie die Karotte beispielsweise, tun das nicht. Von daher sind die eher geeignet, um auch länger erhitzt zu werden. Und daher tun wir hier auch keinen Abbruch mit der längeren Garzeit. Auch hier gilt, so fein wie möglich. So, jetzt können wir die Temperatur aufdrehen. Gut, nun bitte nicht wundern, beim Induktionskochfeld kommt, wenn wir die Temperatur hochdrehen, so ein leichtes Surren, davon bitte nicht ablenken lassen. Das wird sich dann im Laufe der Kochgeräusche relativieren. Wenn wir jetzt hören, dass das Gemüse langsam erhitzt wird, erst dann geben wir etwas Öl dazu. Betonung liegt auf etwas Öl.
Ich bin nicht der Meinung, dass gesunde Menschen, wenn sie ja insgesamt gesunde Ernährung pflegen, gänzlich auf Öle verzichten müssen. Zum einen sind Öle einfach kulinarisch wertvoll und wenn wir uns insgesamt gut ernähren, haben sie bei gesunden Menschen anhand der aktuell verfügbaren Daten auch keinen gesundheitlich abträglichen Wert, zumindest wenn es sich um hochwertige Öle handelt. Trotzdem finde ich es wichtig, dass man eine Sache versteht und auch das Verhältnis zueinander sieht. Wann immer wir Lebensmittelfragmente haben, wenn wir also ein vollwertiges Lebensmittel nehmen und daraus Teile isolieren, das heißt, egal ob wir Vollkorngetreide nehmen, es raffinieren und Weißmehl daraus machen oder wenn wir Zuckerrohr oder Zuckerrüben nehmen und daraus unseren Haushaltszucker herstellen oder wenn wir Nüsse, Samen oder Oliven nehmen und daraus Öl pressen. Wir lassen immer einen großen Anteil an Nährstoffen, ebenso wie an Ballaststoffen, links liegen und pressen eben nur einen Bestandteil daraus aus oder verwenden nur einen Bestandteil. Und in Form von Öl, wo wir das Fett extrahieren, extrahieren wir einen sehr energiedichten, also sehr kaloriendichten Bestandteil des vollwertigen Lebensmittels, das pro Gramm 9 Kilokalorien hat und so hat ein Esslöffel Öl auch über 130 Kilokalorien. Und damit können wir zählen, wie mit jedem Esslöffel die Kaloriendichte eines Gerichtes steigt. Von daher sollten wir einfach nur sparsam damit umgehen und verstehen, dass grundsätzlich kein ungesundes Gericht gesünder wird, wenn wir Olivenöl draufgeben, weil das irgendwie mediterran klingt. Die mediterrane Ernährungsform ist vor allem deswegen so gesund, weil sie auf großen Mengen an Vollkorngetreide, Hülsenfrüchten, Obst, Gemüse, Nüsse und Samen aufbaut und auch recht großen Mengen Öl, die hier auf jeden Fall auch einen Teil zum gesamtgesundheitlichen Wert beitragen, weil es hier Olivenöl anstatt einem ungesünderen Öl verwendet wird. Aber per se ist ein Öl einfach nur ein sehr energiedichtes Lebensmittel und sollte entsprechend moderat nur verwendet werden. Das heißt, wir nehmen hier jetzt ungefähr einen Esslöffel, das reicht uns auch vollkommen. Und wir wollen jetzt hier keine Bräunung haben, das heißt, wir dünsten hier nur an, halten auch die Temperatur moderat. Nachdem wir das einige Minuten dann angeröstet haben, löschen wir es mit 200 ml Rotwein ab und geben dann die ganzen Kräuter hinzu. Rösten das dann weiterhin, dünsten es noch weiter, bis die Flüssigkeit gänzlich verdampft ist, geben es dann rüber in den Topf und fangen dann mit den weiteren Zutaten an. So, während unser Gemüse jetzt 3 bis 5 Minuten dünsten kann, können wir schon den Knoblauch schneiden. Alles, was ich in Bezug auf die gesundheitlichen Stoffe in der Zwiebel gesagt habe und wie die gebildet werden, gilt auch im selben Maße für den Knoblauch. Das heißt, die Umwandlung des Aliins in Allicin im Knoblauch wird ebenfalls über den Schnittlauch und dessen Alinase-Enzyme gefördert. Und Knoblauch verdient aber trotzdem eine besondere Erwähnung, denn wir sehen, dass Knoblauch sowohl in Bezug auf die antioxidative Wirkung als auch in Bezug auf die antikanzerogene Wirkung, also die krebshemmende Wirkung, ganz weit vorne auf Platz 1 unter allen Gemüsen steht. Und wenn wir uns Untersuchungen angucken, wo eben das krebspräventive Potenzial von unterschiedlichen Gemüsen getestet wurde, dann sehen wir an der Spitze in den allermeisten Untersuchungen in Bezug auf die allermeisten Krebsarten Knoblauch. Wenn wir uns einen Vergleich ansehen von unterschiedlichen Gemüsesorten in Bezug auf deren antioxidative Kraft, sehen wir erneut Knoblauch an der Spitze auf Platz 1. Allein diese Untersuchungen sollten uns schon dazu animieren, dass wir Knoblauch so regelmäßig wie möglich essen. Wir schneiden jetzt hier auch klein. Wir wollen ihn nicht so stark erhitzen, denn sonst kann er bitter werden. Und wir geben den Knoblauch zusammen mit dem Paprikapulver und den anderen Kräutern zu dem Gemüse und löschen es dann mit dem Rotwein ab. So, wir nehmen Basilikum sowie ungefähr je nach Geschmack so in etwa 8 Salbeiblätter. Geben einen kleinen Bund Petersilie dazu. So, und die Verwendung von frischen Küchenkräutern oder auch von getrockneten, jeder Art von Küchenkräutern und jeder Art von Gewürzen, die liefern nicht nur große Mengen an geschmacklicher Vielfalt, sondern sie liefern auch eine ganze Reihe an gesundheitsförderlichen Inhaltsstoffen. Von daher ist meine Empfehlung, weit über nur Salz und Pfeffer zum Würzen zu gehen, sondern frische Kräuter, getrocknete Kräuter sowie die ganze Bandbreite an unterschiedlichen Gewürzen wirklich zu nutzen, damit zu experimentieren und so nicht nur mehr Geschmack, sondern auch mehr Gesundheit in die einzelnen Gerichte zu inkludieren. Wir haben dann noch hier die Küchenkräuter. Man kann natürlich auch frischen Rosmarin, Majoran und Thymian nehmen oder einfach so 3 Teelöffel, das war jetzt sehr großer, deswegen nehmen wir nur einen zweiten Teelöffel mit verschiedenen italienischen Kräutern, wo eben Majoran und Thymian und Rosmarin drin ist. Und dann noch das Paprikapulver, da nehmen wir auch nochmal 2 Teelöffel davon. Edelsüß, so, ist auch ein großer, von daher noch einen zweiten
kleinen. Man kann, wie jetzt gezeigt, gerne alle Kräuter schon jetzt mit reingeben und kurz mit anbraten. Allerdings besteht hier auch die Gefahr, dass es dann schnell schwarz wird. Von daher, wenn man unsicher ist, kann man auch gerade beim ersten Mal gerne die Kräuter erst nach dem Aufgießen vom Rotwein dazugeben und damit die Gefahr vermeiden, dass die Kräuter zu dunkel werden und damit bitter. Gut, und das alles rösten wir jetzt kurz mit und dann gießen wir es mit 200 Milliliter Rotwein auf. Rotwein wichtig, oder jeder Wein und auch einige andere alkoholische Getränke, die scheinen auf den ersten Blick immer vegan zu sein, müssen das aber nicht zwangsweise sein. Denn Wein wird zur Klärung oft mit Gelatine, mit Eiklar oder anderen tierischen Hilfsmitteln geklärt. Und von daher macht es Sinn zu gucken, dass man einen Wein kauft, wenn man damit kochen möchte, wo auch oben steht, dass er vegan ist, um sicher zu gehen, dass keine tierischen Bestandteile im Prozess verwendet wurden. 200 Milliliter. Wenn man mit Alkohol kocht, kommt dann oft die Frage auf, bleibt denn am Ende der Garzeit noch Alkohol übrig? Und man muss sagen, ja. Also umso länger etwas gart, umso weniger Alkohol ist am Ende drin. Selbst bei so langer Garzeit wie der Bolognese-Soße bleibt trotzdem ein geringer Restalkoholgehalt bestehen. Sobald hier jetzt die Flüssigkeit komplett verdampft ist, geben wir die von der Pfanne in den Topf und können in der Zwischenzeit aber schon die Champignons schneiden. Pilze spielen in der pflanzlichen Ernährung, also spielen in jeder Ernährung eine große Rolle, aber vor allem in der pflanzlichen Ernährung, weil sie hier die besten B2-Lieferanten, also die besten Riboflavin-Lieferanten sind, die wir haben. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung nennt Riboflavin als einen der kritischen Nährstoffe bei pflanzlicher Ernährung. Und das muss er eigentlich gar nicht sein, wenn wir, wie gesagt, Pilze, allen voran Champignons, aber auch Mandeln und andere Riboflavin-Lieferanten zumindest mehrmals die Woche in unseren Speiseplan einbauen. So, die Flüssigkeit ist nun verdampft, wir können das in den Topf umfüllen. Gut, die geschnittenen Champignons gehen wir kurz noch zur Seite. Und auch bei den Champignons gilt, wenn wir die Wahl haben zwischen braunen Champignons und weißen, nehmen wir die braunen aufgrund der sekundären Pflanzenstoffe. Wir nehmen außerdem noch 100 Gramm Tempeh. Tempeh ist auch ein Sojaprodukt und wie an mehreren Stellen in unterschiedlichen Videos schon erwähnt, gibt es ja so eine Kontroverse um Sojaprodukte, die eigentlich gar nicht mehr bestehen müsste, wenn man sich die Summe der wissenschaftlichen Veröffentlichungen anguckt und auch die Positionspapiere von nationalen und internationalen Ernährungs- und Gesundheitsgesellschaften. Sojaprodukte werden kritisiert, vor allem wegen ihrem Gehalt an sekundären Pflanzenstoffen, allen voran ihren Phytoöstrogenen, den sogenannten Isoflavonen in der Sojabohne. Und die haben in Zellkulturstudien und in Tierversuchen in der Vergangenheit zu widersprüchlichen Ergebnissen geführt. Zum Teil krebspräventive, zum Teil aber auch krebsfördernde Eigenschaften gezeigt. Die Humandaten sind allerdings wesentlich eindeutiger und wir sehen, dass hier kein krebsverursachendes, sondern ein krebspräventives Potenzial vorliegt. Und da sehen wir auch anhand der Positionspapiere, wie zum Beispiel der American Cancer Society, die sagt in dem Positionspapier, Sojabohnen und daraus hergestellte Lebensmittel sind eine exzellente Quelle an Protein und stellen eine gute Alternative zu Fleisch dar. Soja ist eine gute Quelle für sekundäre Pflanzenstoffe wie Phytoöstrogene, die einen Schutz vor hormonsensitiven Krebsarten darstellen können. Das Thema Soja ist also so ausführlich und so kontrovers, dass ich auch in meinem Buch Vegan-Klischee ein ganzes Kapitel am Ende des Buches dem Thema Soja in aller Ausführlichkeit gewidmet habe. Das heißt, wenn man da mehr dazu erfahren möchte, gerne einen Blick in das Buch werfen. Was ich beim Thema Soja auch spannend fand, dass Sojakritiker, also einige Sojakritiker sind gegen Soja in jeglicher Form, und dann liest man aber auch oft von Positionen von so moderaten Sojakritikern, die sagen, unfermentierte Sojaprodukte wie Tofu, wie Edamame und ähnliches, die wären gesundheitlich abträglich, wohingegen fermentierte Sojaprodukte wie Tempeh und Miso in Ordnung wären, weil das sind ja traditionelle Sojaprodukte und durch die Fermentation werden die Stoffe abgebaut, die Soja gesundheitlich abträglich machen. Nun sind aber die Stoffe, die von Sojakritikern kritisiert werden, die Isoflavone, genau jene Stoffe, die als schützend herausgestellt werden von Positionen wie jener der American Cancer Society. Das heißt, wir müssen uns einfach von dem Glauben verabschieden, dass in den moderaten Mengen, in denen Soja gegessen wird und auch darüber hinaus, die Soja-Isoflavone abträgliche Effekte auf beispielsweise das Brustkrebsrisiko haben. Die Humandaten, beispielsweise die Shanghai Breast Cancer Study und viele weitere Veröffentlichungen zeigen ein moderat schützendes und kein abträgliches Potenzial. Interessant, habe ich aber gesagt, ist es vor allem deswegen, weil Sojakritiker sagen, durch den Fermentationsprozess würden beispielsweise die Soja-Isoflavone unschädlich gemacht werden, unschädlich unter Anführungszeichen.
Nun, wenn man aber ein Verständnis der Literatur von Soja hat, dann weiß man, dass durch den Fermentationsprozess, also wenn wir beispielsweise Tempeh herstellen, die sogenannten Isoflavonglykoside, das ist die Form, wie sie in der unfermentierten Sojabohne vorliegen, diese Glykoside werden erst durch die Fermentation zu sogenannten Aglykonen, Isoflavonaglykonen umgewandelt und die sind viel stärker wirksam als in der unfermentierten Variante. Das heißt, wenn man Angst vor Soja-Isoflavonen hat, wie es Sojakritiker haben, dann müsste man doppelt Sorge haben vor fermentierten Produkten und nicht, wie einige sagen, fermentierte Produkte präferieren. Dadurch, dass wir wissen, dass die unfermentierten Produkte und auch die darin enthaltenen Isoflavone ungefährlich sind und wir auch wissen, dass es in den fermentierten ungefährlich ist, müssen wir vor beiden keine Sorge haben. Aber es zeigt das oft eingeschränkte Verständnis von vielen Sojakritikern über biochemische Grundvorgänge, beispielsweise während dem Fermentationsprozess in der Sojabohne. Das heißt für uns, die Take-Home-Message, die Kernbotschaft hier, in einer unfermentierten Sojabohne liegen diese Isoflavone in einer inaktiven Form vor, als Daicin, als Genistin und als Glycitin und erst entweder im Fermentationsprozess oder zum Teil auch im Verdauungstrakt, hier allerdings nur zum geringen Teil, werden diese Formen umgewandelt zu Genistein, zu Daicein und zu Glycitein, also mit einem E noch vor dem I. Lange Rede, kurzer Sinn, Sojaprodukte in normalen, moderaten Mengen gegessen, 1, 2, 3 Portionen am Tag, 100, 200, 300 Gramm Tofu, 200, 400, 600 Milliliter Sojamilch, zeigen, die Untersuchungen sind ungefährlich. Alles darüber hinaus ist vor allem deswegen abträglich, weil das heißt, dass wir an anderer Stelle gewisse Lebensmittel nicht essen und vielleicht zu wenig Obst, Gemüse, Vollkorngetreide, andere Hülsenfrüchte oder Nüsse und Samen essen. Der Tempeh, um jetzt wieder zum Gericht zurückzukommen, wird gemeinsam mit den Champignons noch einmal in der Pfanne auch geröstet. Auch wieder hier ohne große Bräunung, mit moderater Temperatur. Wir wollen den Tempeh hier klein schneiden. Wenn wir uns Sojaprodukte angucken, schon gesagt, Sojaprodukte sind anhand der Datenlage als gesundheitlich positiv einzustufen, trotzdem sind nicht alle Sojaprodukte gleich. Wenn wir uns zum Beispiel die Whole Grain Hierarchy, die Vollkorngetreide-Hierarchie nach Brenda Davies angucken, wo sie sagt, intakte Vollkorngetreide sind die gesundheitsförderlichsten und umso mehr wir sie verarbeiten, umso weniger hochwertig sind sie. Sie sind immer noch hochwertig, aber eben nicht ganz so förderlich wie intaktes oder nur geschnittenes Vollkorngetreide. Und das Gleiche können wir eigentlich hier auch äquivalent auf Sojabohnen ummünzen. Ganze Sojabohnen in Form von Edamame oder auch ganze fermentierte Sojabohnen als Tempeh sind an der Soja-Hierarchie sozusagen ganz oben, gefolgt von den Fragmenten. Also wenn wir an Sojamilch, an Sojajoghurt oder an Tofu denken, wo ja ein Teil der Sojabohne weggegeben wird, weil wir ja nur aus der Sojamilch hier Produkte herstellen, dann verlieren wir auch gewisse Nährstoffe, wir verlieren gewisse Ballaststoffe und damit sind die immer noch gesund, aber nicht ganz so gesund und vollwertig wie intakte Bohnen. Und so geht es dann immer weiter runter. Wir überlegen uns dann, was kommt dann als nächstes, die Sojaproteinisolate und daraus hergestellte Produkte und ganz unten natürlich die Produkte aus Isolaten, wo noch gesundheitlich weniger zuträgliche Stoffe wie zu viel Fett, zu viel Salz und ähnliches zugesetzt wird. Das heißt, manche Sojaprodukte sind ungesund, aber das liegt dann nicht am Soja, sondern an der Verarbeitung und vor allem an den Stoffen, die zugesetzt werden. Jetzt aber, bevor wir uns zu lange verquatschen, schneiden wir den Tempeh noch klein. Damit uns jetzt in der Pfanne nichts anbrennt, wischen wir die Pfanne etwas aus, um die Reste von vorhin wegzugeben. Bevor wir das Tempeh-Pilzgemisch in die Pfanne geben, bereiten wir noch die Mandelmilch vor. Man kann natürlich auch Mandelmilch kaufen. Oder wie wir es heute machen, wir nehmen die 100 ml Flüssigkeit, die wir benötigen und geben, je nachdem wie dickflüssig es wir haben wollen, wir geben jetzt hier einen Esslöffel Mandelmus dazu. Ich würde weißes Mandelmus in dem Fall empfehlen. Verrühren das dann einfach mit einem Schneebesen und es ist dann die Flüssigkeit, mit der wir auch das Gemisch dann aufgießen. Gut, jetzt können wir den Tempeh und die Champignons in die Pfanne geben. Erhitzen sie. Und sobald wir merken, dass die Pfanne heiß wird, geben wir etwas Öl hinzu. Bleiben erneut moderat mit dem Öl. Wie gesagt, so ein Esslöffel Öl noch dazu. Dann haben wir im gesamten Gericht ungefähr 2 Esslöffel Öl. Mit dem bisschen von der Aubergine 2,5. Dann gießen wir mit der Mandelmilch auf. Während das hier einreduziert, können wir noch das Tomatenmark hinzugeben und die Misopaste. Wir geben 2 Esslöffel Misopaste. Und 3 Esslöffel Tomatenmark hinzu. Und die 300
50 Milliliter passierte Tomaten. So, das Gericht lebt natürlich auch von der reichhaltigen Tomatensoße. Und Tomaten haben auch eine ganze Reihe an gesundheitlich vorteilhaften Effekten gezeigt. Wir sehen das mit steigendem Tomatenkonsum. Zum einen die Rate an Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Meta-Analysen sinkt. Und wir sehen auch zwar nur moderate, aber immerhin durchgängige Risikoreduktionen für Prostatakrebs bei steigendem Tomatenkonsum. Hier wird unter anderem auch das Lycopin, der sekundäre Pflanzenstoff, einer der sekundären Pflanzenstoffe in der Tomate, verantwortlich gemacht. Und das Interessante ist, dass Lycopin besser verfügbar wird, wenn wir Tomaten erhitzen. Das heißt, in einigen Untersuchungen sind rohe Tomaten weniger stark mit gesundheitlichen Vorteilen assoziiert als die gekochten, aufgrund der geringeren Verfügbarkeit für Lycopin. Das heißt, Sachen wie Tomatenmark oder auch Tomatensoße, auch wenn die erhitzt wurden oder gerade weil die erhitzt wurden, sind die ausgezeichnete Quellen für Lycopin und insgesamt gesundheitsförderliche Lebensmittel. So, wenn das Ganze dann ein paar Minuten noch gedünstet hat, ist es auch schon Zeit, das zu der restlichen Soße hinzuzugeben. Wir haben abgesehen von dem wenigen Salz in der Aubergine eigentlich gar kein Salz verwendet und tun das auch nicht. Wir haben Misopaste, die enthält Salz. Wir haben auch salzreduzierte Sojasauce, die auch Salz enthält. Und das sind unsere salzhaltigen Komponenten. Der Grund, warum wir der Meinung sind, dass wir vermehrt vor allem Misopaste zum Salzen verwenden sollten, statt klassisches Salz alleine, sind erneut die Daten. Wir wissen, dass ein zu hoher Salzkonsum, die Empfehlungen sind mit einem Maximum von 5 Gramm angesetzt, 5 Gramm Kochsalz pro Tag. Wir wissen, dass alles, was darüber geht, unser Risiko für zum einen Magenkrebs und zum anderen Hypertonie, also Bluthochdruck, erhöhen kann. Interessanterweise sehen wir das bei Misopasten nicht, also wenn Menschen größere Mengen an Miso verzehren, obwohl auch hier größere Mengen an Salz drin sind. Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass es zum einen daran liegt, dass die Isoflavone, über die wir ja schon beim Tempeh gesprochen haben, dass die positiv wirken und sozusagen einen Teil der negativen Effekte des Salzes kompensieren und in Bezug auf den Bluthochdruck, dass das Sojaprotein selbst hypotone Wirkungen aufweist und somit erneut die negativen Effekte des Salzes zu großen Teilen kompensieren kann. Und im Rahmen einer pflanzlichen Ernährung, wo wir ja Sojaprodukte in unterschiedlichsten Formen ohnehin auf täglicher Basis oder zumindest mehrmals die Woche essen, haben wir hier die Synergieeffekte ebenfalls. Trotzdem gilt auch für Veganer weiterhin, die Menge an Salz moderat zu halten und entweder alternative Salzmethoden zu verwenden oder insgesamt mehr am Teller als im Topf zu salzen. Denn wenn wir am Teller salzen, wo wir also dann direkten Kontakt mit der Zunge zum Salz haben, wenn wir es an die Oberfläche streuen, schmecken wir das Salz intensiver. Was wir auch merken, wenn wir gesalzene Erdnüsse essen, die kommen uns sehr salzig vor, die sind auch sehr salzig, aber sie sind nicht salziger als manche andere Produkte, die wir als weniger salzig klassifizieren würden, einfach weil die Produkte, die wir als weniger salzig empfinden, oft das Salz in der gesamten Masse, der Gesamtheit des Produktes verarbeitet haben und nicht an der Oberfläche, wie es bei den Erdnüssen der Fall ist. Lange Rede, kurzer Sinn, wir geben jetzt hier 2 Esslöffel der salzreduzierten Sojasauce. Wenn wir nicht salzreduzierte Sojasauce haben, müssen wir es entsprechend anpassen und runtergehen mit der Gesamtmenge. Und so wie die Soße jetzt ist, mit all den Kräutern, all den Gemüsen, all den Zutaten, lassen wir sie in etwa eine Stunde noch kochen, damit sie noch sich etwas einreduzieren kann, damit sich all die Aromen und Geschmäcker entfalten und intensivieren können. Und kurz bevor die Stunde dann vorbei ist, geben wir die Aubergine auch aus dem Ofen und kochen die Pasta dazu und dann können wir auch schon essen. Nach einer Stunde ist auch die Aubergine gar. Das ist jetzt etwas heiß, aber auf jeden Fall genau richtig. Was wir jetzt machen, wir schaben das Fruchtfleisch aus der Aubergine raus und hacken es klein und geben es sozusagen als finalen Abschluss in die Soße rein. Das lässt sich jetzt wunderbar auskratzen. Dann geht es darum, sie jetzt einfach fein zu hacken, damit man sie unter die Soße heben kann. Gut, während die Aubergine noch ein paar Minuten dann in der Soße ziehen kann, können wir auch schon die Pasta einkochen und dann auch schon servieren. Je nachdem, wie groß der Hunger ist, pro Person kann man rechnen mit ungefähr 100-120 Gramm Trockengewicht Pasta pro Person. Je nachdem, wie gesagt, ob Hauptspeise oder Vorspeisen auch kleiner. Kleine Prise Salz.
Wenn die Nudeln dann abgeseiht sind, dann sind wir auch schon bereit zum Anrichten. Zum Abschluss können wir noch für die Textur und den Crunch etwas gehackte Cashewkerne drüber geben. Und das obligatorische Basilikumblatt am Ende. Wenn man möchte, kann man auch die Cashewkerne mit Hefeflocken vermengen, um etwas einen käsigeren Geschmack zu haben. Ich persönlich finde, dass die Soße schon so reichhaltig ist, dass hier Cashewkerne alleine auch wunderbar sind, aber es wäre möglich. Und auch erneut eines der etwas aufwendigeren Gerichte, aber wie gesagt, ich denke, jede Minute, die man hier investiert, rentiert sich. Man kann das gerne in größeren Mengen zubereiten und dann einfrieren und portionsweise dann immer auftauen. Vielen Dank fürs Zugucken und viel Freude beim Nachkochen. Mein großer Dank geht auch an das Reformhaus, das dieses Video in dieser Reihe unterstützt. Großer Dank geht auch an Veggie Kitchen und Küppers Busch für diese Küche mit den Geräten, in der wir kochen dürfen. Wenn das Video gefallen hat, dann sehr gerne meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigungen aktivieren, um zukünftig kein neues Video mehr zu verpassen. Wenn man darüber hinaus noch mehr zum Thema Ernährung in aller Ausführlichkeit erfahren möchte, dann sehr gerne bei meinen 4-tägigen Ernährungsseminaren in Berlin vorbeigucken. Die nennen sich Mehr Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden durch pflanzliche Ernährung, finden mehrmals im Jahr statt und alle Infos dazu gibt es unter nicoritenau.com/Seminare. In schriftlicher Form kann man viele von den Tipps und Tricks, die wir heute besprochen haben, aber auch noch viele weitere evidenzbasierte Informationen zum Thema pflanzliche Ernährung in meinem Buch Vegan Klischee AD nachlesen. Das kann man versandkostenfrei unter nicoritenau.com/Buch bestellen. In diesem Sinne, noch einmal guten Appetit, viel Freude beim Nachkochen und wir sehen uns im nächsten Video. Dankeschön.